Good morning, boys and girls, und willkommen zu Miss Sarah Sampson von Gotthold Ephraim Lessing. Ja, das ist eines der ersten richtigen bürgerlichen Trauerspiele und es geht um die heilige Dreifaltigkeit von Verliebtheit, Liebe und Eifersucht. Mit dabei sind Miss Sarah Sampson, eine so junge, hübsche und nette Frau, dass es schon fast ein bisschen abstoßend ist. Ihr Lover Melfond ist so pleite, dass er nicht mal einen Vornamen hat, dafür aber Torschlusspanik, also Angst vorm Heiraten. Das mit dem Vornamenschwund gilt auch für seine Ex, die Marwood, eine etwas erfahrenere, aber immer noch sehr attraktive Frau. Der Höflichkeit halber erwähnen wir noch Sir William Sampson, Sarahs Papa, der nah am Wasser gebaut ist. Die alle haben natürlich Diener. Die Handlung spielt, wie Sie bereits an meinen Einleitungsworten erahnt haben, in einem Gasthof irgendwo in England zur Entstehungszeit, also ungefähr 1755. Sarah ist mit Melfond, ihrem ersten Freund, durchgebrannt, was ihr Papa zu Recht nicht so toll fand. Jetzt hocken sie in einem Gasthof fest, aber Papa hat sie ausfindig gemacht. Jetzt weinen sie doch nicht ständig, Sir. Ja, aber hast du dich hier mal umgeguckt? Das ist ja so hässlich. Ich muss die retten. Schnief. Ein Zimmer weiter lässt sich Melfond von seinem Diener Norton ankleiden und er so, guck nicht so, ich hab nichts gesagt. Ja, aber du guckst so vorwurfsvoll, du bist genauso schuld wie ich. Ich bin ja nur ihr Diener. Ja und? Das ist Beihilfe zur Verführung von Unschuldigen. Da kommt auch schon die Verführte und sagt, guten Morgen, wann heiraten wir? Du willst es doch auch, komm. Ich weiß, du musst noch Geld von dieser Erbschaftssache zusammenkratzen, aber wenn ich dich ganz lieb anzwinkere, ich bin so bürgerlich und heiraten ist irgendwie anständig. Ja, ich weiß, ich bin überhaupt nicht anständig. Du nicht anständig und was bin ich dann? Dich schaue ich mit den Augen der Liebe an. Da kriegt er einen Brief. Guck kurz in diesen Brief rein und so, wah! Und so, was ist denn? Nix, kaum ist sie weg. Norton, liest du den Brief? Ich kann nicht, er ist von der Marwood. Nein, gib her! Und so, bla bla bla, sie liebt mich, genau, diese Stalkerin, ich gehe da jetzt hin. Die Marwood post in einem Gasthof, der lustigerweise genau aussieht wie der erste Gasthof und so, oh, ist das jetzt eine gute Pose? Da stürmt der Melfond rein und sie so, Melly, ich liebe dich immer noch, komm zurück. Ich habe eine andere. Ja, ich weiß doch, aber doch nicht mehr lange. Und dann bin ich wieder dran, so haben wir das doch schon x-mal gemacht. Nee, dann nehmen alle Geschenke zurück. Nee. Okay, letzter Trumpf, Bella. Und hereinkommt ihre gemeinsame Tochter, die er eigentlich in Pflege gegeben hatte. Und die so, Melfond und der Bella, du Schlange, komm zurück zu uns. Ja, und meine Miss, die nimmt ihr Vater zurück, dem habe ich Bescheid gesagt. Was hast du? Und er stürmt raus. Kann mir mal jemand das Kind abnehmen? Sie ist nicht so furchtbar mütterlich. Boah, der ist heute aber auch schwer rumzukriegen. Stürmte wieder zurück und sagt, ich habe nochmal nachgedacht, auf keinen Fall lasse ich die Miss alleine. Mit dir bin ich fertig. Du Arsch! Und sie zückt einen Dolch und will ihn ermorden, aber er entringt ihr den Dolch und die so, nein! So, jetzt verschwindest du. Nein, ich will diese Miss nochmal sehen. Auf keinen Fall. Ich gebe mich auch als Verwandte von dir aus. Na gut. Sir William weint immer noch. Schnief! Jetzt gibt's ihr erstmal diesen Brief als Ankündigung von unserer Versöhnung. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Sir. Und der Melfond so zu Sarah. Du, dieser Brief vorhin, das war von einer Verwandten von mir, die dich unbedingt mal kennenlernen will. Oh cool, wo ist sie denn? Und während er sie holen geht, kommt Papas Bote. Wait well, Miss Sarah, ich habe hier einen Brief von ihrem Vater. Nein, den kann ich nicht lesen. Ja, aber der verzeiht Ihnen doch. Ja genau, was ich dem für Schmerzen bereitet habe. Naja, in dem Fall ist das eine ganz harte Abrechnung von ihrem Vater. Super, gib her! Und sie liest den Brief. Was? Er verzeiht mir und will sogar den Melfond als Schwiegersohn akzeptieren? Boah, du hast mich angelogen! Und das war ja auch eine total bekloppte Argumentation von Ihnen. Und was soll ich jetzt machen? Jetzt schreiben Sie einen Brief zurück und dann machen wir eine schöne Familienzusammenführung. Und die so, okay. Da kommt der Melfond mit der Marwood rein und sagt, so, Lady Soames, Miss Sampson, Lady Soames. Und die so, Soames, wo ist denn Watson? Haha, den Witz habe ich doch noch nie gehört. Scheiße, die ist ja hübsch. Du, Melly, mein Papa vergibt uns. Was? Das ist ja super. Nein, oh Gott, das habe ich mir selber zu verdanken. Und dann können wir richtig heiraten und sind reich. Mir wird schlecht. Und sie muss schnell raus. Und Sir William weint zur Abwechslung mal vor Freude. Super, sie hat sich gefreut. Na dann warte ich doch jetzt mal auf ihren Brief, statt gleich zu ihr zu gehen. Und du wirst zu meinem Freund befördert, statt nur mein Diener zu sein. Vielen Dank, Sir. Sarah ist völlig enthusiastisch. Du, Melly, ich schreibe ihm gleich einen Brief zurück. Schreibst du auch ein paar Zeilen? Ja, natürlich, Schatz. Kaum ist er allein. Scheiße, ich muss sie jetzt echt heiraten. Ne? Oh Gott, dann ist es mit meiner Unabhängigkeit vorbei. Da kommt Norton rein und sagt, Sir. Was? Ich sehe sie ihn an der Nasenspitze an. Jetzt ist Schluss, von wegen Beihilfe zur Verführung. Sie haben sich lang genug rumgetrieben. Sie heiraten die jetzt. Ja, ist ja gut. Da kommt die Marwood nochmal rein. So, ich muss mich noch von der Miss verabschieden. Das ist echt überflüssig. Nein, so viel Zeit muss sein. Da kommt Sarah dazu. Und die so, tschüss dann. Oh, da kommt ja eine Nachricht für Sie, Melfond. Sie werden in der Erbschaftssache verlangt.
Und dann sind die Frauen alleine. Und die so, ich wollte ihnen noch was wegen dem Melfond sagen. Ja, was denn? Der ist voll der Weiberheld, das weiß ich doch. Und untreu ist er auch. Mir nicht. Und außerdem hat er ein uneheliches Kind mit der Marwood. Was hat der? Ja, und die hat die älteren Rechte und ist überhaupt voll die Nette. Was soll denn das? Das geht mich doch nicht. Das ist mir doch völlig egal. Sind sie eine Freundin von dir? Ach, Entschuldigung, ich wollte nicht. Und fällt ihr zu Füßen und die so, ich bin die Marwood. Was? Hilfe! Meine Güte, ich werde sie ja nicht gleich auffressen oder umbringen. Obwohl, kramt in der Handtasche. Schnitt, wir sehen Sarah, wie sie aus einer Ohnmacht erwacht und ihre Dienerin Betty sich um sie bemüht. Und die so, es geht schon wieder. Oh Gott, ich hatte solche Angst um sie. Und die Marwood ist auch noch geblieben, bis ich ihnen Medizin gegeben hatte. Dann kommt der Melfond und sagt, du, das ist alles meine Schuld. Es tut mir so leid, dass ich die Marwood auf dich losgelassen habe. Ja, nicht schlimm. Sag mal, wie ist denn das mit dem unehelichen Kind? Das hat die dir erzählt, blöde Kuh. Ja, aber die können wir doch zu uns nehmen, die kleine Bella. Wenn wir heiraten und dann, oh Gott, geht's mir schlecht. Und da kommt der Norton mit einem Zettel, denn die Marwood war Hals über Kopf abgereist und er liest den Zettel. Nein, die hat dich ist denn ein Arzt im Haus? Und er rast weg. Und jetzt bequemt sich Papa endlich mal zu ihr. Es tut mir alles so leid. Nein, meine Schuld, dass ich dir nicht gleich verziehen habe und nicht gleich zu dir gekommen bin. Aber ich wollte halt unbedingt Sicherheit, dass du mich noch magst. Was machen wir denn jetzt, dass dir wieder besser geht? Nix. Verzeih dem Melly und der kleinen Bella, ja? Und dann ist auch der Melfond wieder da. Hallo Papa, zu spät. Die Marwood hat der Betty Gift statt Medizin gegeben und ist nach Frankreich abgehauen. Und die Bella hat sie als Geisel, aber die schnapp ich mir. Hier, ich habe ja ihr Geständnis. Lass mal sehen. Und Sarah zerreißt das Geständnis. Nein, was machst du denn da? Lass sie in Ruhe, die ist gestraft genug. Ich muss sie mal. Und sie stirbt. Nein! Du hast sie geliebt, Melfond. Dann sei jetzt bitte auch mein Sohn. Ich will auch nicht mehr. Und Melfond ersticht sich mit dem Dolch der Marwood. Übrig bleibt Papa, der zur Abwechslung nicht weint, sondern sich auf den Weg macht, um Bella zu retten. Und wahrscheinlich ist er tief traurig darüber, dass ihn Stolz, Vorurteile und die Angst vor Zurückweisung davon abgehalten haben, den ersten Schritt zur Versöhnung zu tun. Eine Gefahr, die heute noch so reell ist wie vor 250 Jahren. Und das, liebe Gemeinde, war Miss Sarah Sampson von Gotthold Ephraim Lessing. Vielen Dank. Applaus